Ah, du erzählst immer so lustige Sachen. Ich habe überhaupt keinen Spaß mit dir. Schade, dass du on-air immer so ein unsympathischer, erfolgloser Wicht bist. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Es ist Donnerstagabend. Ich habe den ganzen Monat gespart. Ich habe jeden Tag 5 Euro genommen, in mein dickes Sparschwein gesteckt, weil ich mich auf diesen Abend gefreut habe, auf dem Lars Paulsen und ich mal wieder auf eine kleine Shoppingtour gehen können. Sind in diesem Sparschwein denn noch 20 Euro zufällig? Wie gesagt, ich habe leider, musste ich das ausgeben, weil. Für was denn? War leider so, ich bin da an der Straße vorbeigekommen und da war so eine junge Frau, deren Auto ist kaputt gegangen, da ist der Reifen leider umgefallen. Das konnte sie nicht ohne dich beheben. Ja, dann gesagt, ich habe jetzt hier 65 Euro in der Hand, aber ein Reifen kostet 85 Euro. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, Fräulein, dann machen Sie sich doch einen schönen Fräulein, Abend. Ja. Habe ich 20 Euro natürlich rausgezogen. Dann habe ich der natürlich so den Reifen zurückgekauft, damit die nochmal schön in ihren Feierabend fahren kann. Das ist wie aus so einer 60er-Jahre-Werbung. So hat es sich ein bisschen angefühlt. Aber deswegen, ich bin heute blank, aber ein bisschen Kleingeld habe ich rumliegen. Mehr brauche ich auch nicht, denn wir sind unterwegs auf der schäbigsten Kommerz-Plastik-Plattform, die diese Welt jemals hervorgebracht hat, nämlich Amazon.com. Schön, dass ihr mit dabei seid, mit Lars. Und mit Florentin Will ist auch am Start. Ihr könnt natürlich überhaupt nicht mitmachen. Also ich gar nicht. Kommt überhaupt gar nicht erst auf die Idee. Ihr dürft eigentlich nicht mal die Shows schauen. Nee, eigentlich müsst ihr sofort ausschalten. Schaltet weg, eigentlich ist es exklusiv für euch. Diese Sendung ist gemacht für Lars-Erik Paulsen, mich und für die Regie und für sonst niemanden. Also wenn die Regie nicht da wäre, dann würde ich es auch nicht machen. Gäste alleine würde ich es nicht mehr machen. Nee, Gäste nicht mehr machen. Alleine würde ich es nicht mehr. Nee. Wir haben noch eine sehr exklusive Gästeliste, auf der ihr alle nicht draufsteht. Auf der steht ihr leider nicht drauf. Auf wie vielen Gästelisten standest du in deinem Leben? 7. Oder? 7? Ja. Ich glaube echt 0. Du standst auch nicht auf meiner Silvester-Gästeliste-Party und bist trotzdem gekommen. Trotzdem einen schönen Abend, oder? Ja, das stimmt. Kann man nicht sagen. Einen schönen Abend. Genauso wie ihr jetzt natürlich einen schönen Abend mit uns habt, indem wir uns Produkte anschauen und dann erraten müssen, wie viel sie kosten. Es gibt diese Woche kein Undercover-Produkt. Das werden wir nachholen beim nächsten Mal. Lass uns jetzt einfach mal hier einsteigen, ganz quick. Also wir spielen nicht verflixte Klicks, ich dominiere aber trotzdem und du hast keine Chance. Das sind offensichtlich die neuen Regeln 2021, ja. Erstes Produkt ist ein Mogoko Waxing Satz Retro Wax Siegelstempel Kit aus Rosenholz, dekorativer Siegelset, Zauberschule, Abzeichen, Wachstick, Löffel, Petschaft. Es ist der Petschaft! Leute, liebe Magic-Spieler, liebe Freitagsfreaks, haut mal Magic in die Kommentare, weil wir da schon oft diskutiert haben, was eine Petschaft ist. Es gibt da nämlich eine Karte, die Petschaft heißt und niemand weiß, was es ist. Und jetzt haben wir den Beweis. Hier, haut nochmal alle Magic-Freaks, haut nochmal einen Mulligan in den Chat, Leute, oder? Oder? Wie viel hast du jetzt für diese Ansage bekommen? Hm? Was zahlt dir Magic dafür? Zwei blaue Mana. Jetzt... Ich habe 2 blaue Mana bekommen. 2 Mana? Jam. Oh, scheiße, ich habe 4 Mana mittlerweile zu Hause. Wirklich? Im Repertoire. Petschaft ist nämlich eine Art Stempelsiegel. Wir sind hier also im Bereich des Gepräges, im weitesten Sinne, der Stempelkunde. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, das auch zu kurz kommt. Ja, Wax, ich dachte erst, es geht um Waxing. Und da kann ich auf jeden Fall, wir haben ja mal vor Monaten, ich glaube im Dezember war es, haben wir meine Beine gewaxt bei Profiler. Und ich muss mal echt sagen, das ist immer noch, sieht man das? Man sieht es. Er ist immer noch schön glatt. Man sieht es, ne? Oh, das sieht mal hier, Haare, ne? Keine Haare. Haare, keine Haare. Und es ist schon Monate her. Ich habe langsam Angst, dass es nicht wiederkommt. Aber im Endeffekt ist es mir auch scheißegal, ob es wiederkommt oder nicht. Warum kann man eigentlich also sein eigenes Bein nicht so knusprig goldbraun anbraten? Wie so ein Wing, wie so ein. Ja, wie so ein Hähnchen. Wie so ein Hähnchen. Ich glaube tatsächlich, das ginge. Wenn du wieder mit einem Spanferkel müsstest du es aber immer drehen über einem Lagerfeuer. Das wäre die Option. Aber ist es denn anders, wenn das Tier, sagen wir mal, lebt? Also kannst du jetzt dein... Ja, dann ist es höchst illegal, ja. Ja, aber kannst du jetzt deinen Unterschenkel schön goldbraun anbraten? Oder geht es nicht, weil da noch Blut fließt oder so? Ich verstehe noch nicht hundertprozentig, was du meinst. Natürlich. Ich sag mal so, wir sind beide Fans düsterer Internetseiten. Ja. Wo auch mal der ein oder andere Autounfall gezeigt wird. Ja. Und als ich das erste Mal gesagt habe, oh, da ist jemand verbrannt, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt so ein schönes goldbraunes Hähnchen.
Ja. War nicht der Fall. Warum nicht? Ja, es ist pietätlos, aber ja. Mhm. Ich glaube, weil es dann zu scharf angebraten wurde. Du müsstest es, wenn du jetzt einen Spanferkel oder einen Chicken Wing einfach so ins Feuer schmeißt, dann ist es natürlich auch schwarz. Aber wenn du jetzt deinen Körperteil ein bisschen über dem Feuer hältst und es dann auch drehst und wendest, glaube ich, dass auch aus dir ein knackig braunes Würstchen werden kann. Aber heilt das dann irgendwann weg oder hast du, weil ich stelle mir das genial vor, also klar, makaber und so natürlich, aber wenn dein Unterarm einfach immer so schön goldbraun oder wie so ein Döner, so richtig schön knusprig ist einfach. Ich weiß nicht, wenn du so einen Döner jetzt einen Tag stehen lässt, ist er auch nicht mehr knusprig. Das heißt, du hast dann halt dann da so ein abgewabbeltes, angebratenes Ding da rumhängen. Ich weiß nicht, ob du das willst, Florentin. Schwierig. Aber schön, dass wir das mal geklärt haben. Das wollten wir ja schon immer mal besprechen, on air. Falls du aber sagst, das Einzige, was in meinem Leben noch fehlt, ist ein Siegel mit einer Biene drauf. Dann bist du hier genau richtig. Was ist das für ein Tier? Zauberschule. Na, eine Biene, oder nicht? Ah, Biene. Ja, das letzte Wort, Biene. Also, falls ihr irgendwas mit einer Biene versiegeln wollt, das coolste Tier, das es gibt, haben ganz viele Städte in ihrem Wappen. Zum Beispiel Bietigheim. Bietigheim, richtig, Honighausen. Bietigheim, Bieningen. Also offensichtlich dieser Amazon-Algorithmus tanzt ja auf einer ganz anderen Hochzeit als der YouTube-Algorithmus. Weil im Titel müsste man doch eigentlich bei YouTube Biene als allererstes hinschreiben, oder? Damit auch jeder schon sieht, das ist eine Biene. Und die machen es ganz zum Schluss in der Klammer. Und am Anfang kommen irgendwelche Sätze, die ich noch nie gehört habe, Wörter. Ich habe das Set für meine Einladung zur Hochzeit bestellt, hat sehr gut geklappt, obwohl niemand gekommen ist. Und zum ersten Mal gemacht habe. Das Wachs ließ sich leicht schmelzen. Finde ich gut, aber hier sind wir auch unter den Poeten. Einen Brief zu schreiben hat was. Einen Brie zu schreiben und ihn zu versiegeln ist wie Poesie. Also einen Käse? Einen Käse zu schreiben? Hast du schon mal einen Liebesbrie bekommen? Ehrlich gesagt, alle da draußen, die gerade einen Liebesbrief auf mich angesetzt haben, schmeißt ihn weg und schreibt mir einen Liebesbrie. Da wäre ich wirklich, da wäre ich zu haben. Ich kann dir gleich mal meinen Liebesbrie zeigen. Also Mon amour, boy. Rein in den Mund. Jetzt reicht's. Also geht's ums Wachs oder geht's um den Stempel? Es geht um beides, ne? Es ist ein Komplettset. Das ist das Tolle an dem Ding, dass es sowohl das Wachs gibt, das sieht man hier, das sind diese golden, silber, Bronze Stifte, da kannst du das Wachs an, es sind sogar zwei Teelichter dabei, okay, und dann kannst du das Ganze schmelzen. Und Nee, weißt du, was das ist? Es gibt doch diese Legal Highs, wo du irgendwie Badesalz bestellst, aber eigentlich geht's um Drogen. Das ist doch Heroin. Das ist ein guter Punkt. Das ist nur verpackt als Siegel. Hier kannst du dir einen astreinen Schuss Heroin, da ist der goldene Schuss, ganz links, den nur in schwierigen Situationen im Leben benutzen, aber Silber und Bronze jederzeit. Stimmt, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Alles unter dem Decknamen Petschaft, finde ich gut. Ja, aber was kostet die ganze Nummer? Ich glaube, ich habe mich schon mal verschätzt bei so einem Figuren-Ding, meine ich, irgendwie mich erinnern zu können. Also diese ganzen Sammler-Dinger sind ja auch teurer, als man glauben möchte. Also so Figuren sammeln und Figuren stempeln, ja? Ach so, unsere Wurst. Können wir die auch noch mal probieren? Was wäre da noch der nächste? Bratkartoffel mit Speck, Currywurst. Ach so, ich dachte, Nudeln. Das ist Edamame. Edamame. Ist immer ganz ein Liebes-Edamame eigentlich. Auch nicht schlecht. Ist das schon mal eine Kombination gewesen? Edamame mit Edamame? Edamame-Mame. Edamame-Edamame? 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 Das ist ja ein leckeres, geiles Produkt, das sich gerade entwickelt. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Na gut. Gibt es noch so in der Lebensmittelwelt Begriffe, die so nah aneinander sind wie Edamame und Edama? Oder ist das wirklich ein Unikum? Tomate. Da bin ich überfragt. Ich dachte, Sie haben mich eingeladen zu meinem neuen Buch, das ich geschrieben habe, Herr Lanz. Nee, aber das ist ja die Frage, die wir vorhin im Interview erstmal klären. Da habe ich, wie gesagt, da hatten Sie so viele Mini-Brezeln im Mund, da habe ich Sie kaum verstanden. Ja. Und Sie sind dreimal fast erstickt. Ich musste Sie einmal wiederbeleben. Deswegen dachte ich, das hätte sich dann auch erledigt. Aber gut, wenn wir jetzt auf die Frage eingehen wollen, welche zwei Dinge in der deutschen Küche. Ja, ich meine, Sie haben ja das große Sachbuch der Edamame-Kunst geschrieben. Ja, aber ich dachte. Da haben Sie sich darüber doch sicherlich schon mal Gedanken gemacht. Ja, keine Ahnung, vielleicht sowas wie. Gibt's ein Edamame-Handbuch? Klar, es gibt für alles ein Handbuch. Es gibt für alles ein Handbuch. Dass du einfach immer so ein Handbuch zückst. Naja, sowas, keine Ahnung, wie Pfirsich und Pringles, keine Ahnung. Stark, Florentin.
Du bist einfach Natent, auch Talent genannt. Du bist echt ein Patent. Muss man die echt mal lassen. Lass Pausen. Und du, wenn ihr ein Patent versiegeln wollt, ja, dann kauft euch dieses Deswegen Ding. Mag ich Geil. Dich so. Danke. Deswegen mag ich dich Geil. So. Und jetzt gewinne ich hier erstmal mit meiner Schätzung. Wir haben so einen Drucker, der ist aus Holz. Der ist da vorne, ist da irgendwas dabei, metallisch oder so. Das heißt, es kann schon mal nicht super günstig sein. Aber wir haben 137 Sterne-Bewertung mit einer astreinen Bewertung insgesamt durchschnittlich. Deswegen sind wir hier auch bei, naja, was leistet man sich schon für so eine Scheiße, für so eine dumme Drecksscheiße. 12,99 Euro. Ja, wir sind schon wieder in der Welt der Geschenkartikel. Das ist wieder so ganz unangenehm, interessiert niemanden. Ich glaube aber, gerade so Komplettsets sind dann doch immer ein bisschen aufwendiger. Da kannst du dann immer so ein bisschen mehr rausholen, wenn man sich denkt, ah, da ist alles drin, was ich brauche. Muss ich die Teelichter auch nicht extra kaufen für einen Cent. Von daher geht das. Ich glaube, wir sind hier mehr. Wir sind hier bei 24,99 Euro. 24,99 Euro, sind das 4,5 Sterne wert? Das ist die große Frage, die es hier zu beantworten gilt. Du klickst einfach hier mal auf die, beziehungsweise wir warten noch ganz kurz, bis deine Schätzung da steht. Oh, 18,99, Mathematik. Wir sind genau gleich. 6 und... Oh, Doppelpunkt! 6. Lars! Geil. Das sollten wir uns kaufen, das Ding, und uns eintätowieren. Ich will mir diese Biene da eintätowieren. Wo würdest du, wenn du diese Biene tätowieren müsstest, wo würde es hinkommen? Eine Biene? Ja, diese Biene, die wir gerade gesehen haben. Ich glaube wirklich so hier auf die Wand. Hieran, ich habe nämlich hier gedacht. Einfach so wirklich. Und dann werden wir die coolsten Bienengang. Naja, du bist ja Barbie-Anhänger. Ich bin ja eine Biene. Ich bin ja im Herzen eine Biene. Ich habe den Stachel. Ah, ja, doch, ich bin Dagi, ja. Nein, du bist Bibi. Nein. Du bist so schlecht. Ich bin Dagi. Du bist so. Oh Gott. Nein, hör auf. Bin ich Bibi? Kaum ein Thema macht mich so wütend wie das. Nein. Ja, du warst immer Bibi und ich habe immer versucht, von Dagi zu überzeugen. Ja. Weißt du was? Man kann ja auch mal seine Fehler eingestehen. Ja, sein, gerne. Du hattest recht. Dann sag jetzt mal, dass Bibi ein Fehler war. Ja, im Streit, ob man Bibi oder Dagi besser finden sollte, habe ich einen Fehler begangen. Ich habe gesagt, Florentin will, natürlich ist Bibi die bessere. Nun, 10 Jahre später, muss ich das revidieren und sagen, natürlich ist Dagi die klar bessere. Na, also, da haben wir es doch. Guck mal, das ist doch das erste Sinnvolle, was du in dieser gesamten Sendung gesagt hast. Danke. Also, jeder kennt wahrscheinlich diese. Oh Gott, Alter, da zieht's mir an. Was ist jetzt schon wieder eklig? Quietscht's wieder irgendwo? Ist das ist kein Augapfel. Das ist eine Eismaschine, wo man so eine ganz dünne Schicht Eis macht und dann schabt man. Ich kann das gar nichts angucken. Das magst du nicht? Schabt man die so zu so einer Rolle zusammen? Ja, das ist im Urlaub machen die das immer. In Thailand und so, da werden am Gehwegrand werden dir da diese Eisrollen Und unabhängig davon, was nichts damit zu tun hat, kriegst du auch noch einen Spruchsticker oben drauf. Aha. Erst tanzen, dann denken. Und noch das Logo von Monsterzeug. Fensterputzen ist etwas für Leute mit hübschen Nachbarn. Wie viel müsste man dir zahlen, dass du eine Woche lang ein T-Shirt mit dem Spruch trägst? Mit welchem? Oder mit dem Nachbarn. Mit dem Nachbarn. Eine Woche lang? Ja. Überall, wo ich hingehe? Ja. Also ich sag mal so, für 150 Euro mache ich mittlerweile alles. Das ist doch das nächste Torformat auf Rocket Beans TV, oder? Lars Pausen kriegt 150 Euro und macht alles. Ich mache alles. Für 150 Euro mache ich wirklich viel. Könnt ihr echt einschicken, eure Ideen. Aber jetzt ganz kurz mal. Diese Platte, die erzeugt selber keine Kälte. Man steckt die ins Gefrierfach und dann wird die eiskalt und dann kann man darauf die Eisnummer machen. Und dann wird die aber wieder abgewärmt. Also stört dich dann das Endprodukt? Oder ich hätte kein Problem, in so eine Grube mit Schlangen zu gehen. Ja. So eine Grube, wo einem bis Halshöhe Schlange, hätte ich wahrscheinlich kein Problem. Aber diese dumme Eisschaberei. Also wenn man dich mal zum Dschungelcamp einladen sollte, was sicherlich dann auch bald passiert. Ja, genau. Einmal Abdallah weiß, Prüfung. Ja. Du musst mir hier diese Schaber geben. Einmal Abdallah. Gut, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das... Ja, mein Gott, das ist ein Ding, das macht man einmal für eine Geburtstagsparty, dann schmeißt man es einfach weg, sieht schon aus wie ein Frisbee, kann man perfekt entsorgen und das ist im Grunde ist das ein Stück Metall und zwei Plastikschaber. Ja, aber das hat ja noch nie was zu bedeuten. Aber ich meine, die Aufmachung... Hier, Trend aus Asien nämlich. Schnell hat sich diese Idee aus Indonesien in die ganze Welt verbreitet. Mhm. Ja. Ebenso kreativen als auch köstliche Ideen teilhaben. Wie kreativ ist es, ein Eis zu schaben? Ja, eigentlich schon. Ne? Ach ja, für einen Nachmittag, mein Gott, netter Empfang, schön für die Beerdigung. Trotzdem will ich es noch verstehen, kurz.
Du rührst irgendeine so eine Sahnemischung an, glaube ich. Ballerst sie dann auf das Ding drauf und weil das so kalt ist, erstarrt es und dann schabst du es so auf. Okay. Ist es nicht total komisch zu essen? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie probiert, tatsächlich, aber ich finde es nicht so. Also ich finde es wirklich alles andere als eklig. Ich finde es abstrus, kreativ, schön, ich finde es lecker. Aber doch nicht eklig, dass man nicht hin. Jetzt machen wir mal Desensibilisierung. Geh noch mal auf dieses eine Bild, das dich besonders getriggert hat. Jetzt guck dir das da ganz genau an. Okay? Das ist. Mach die Augen auf. Ich mache jetzt hier den Orange, Clockwork Orange Ding. Mach die Augen, mach da mal eine. Ja, ja. Das ist meine Therapie. Ach, du bist schon. Florentin, bist schon ein süßer Fratz, da kann man nichts sagen. Jetzt also, gib deine dumme Schätzung ab, du Klar, du hast natürlich recht, wenn du sagst, das ist einfach nur ein Stück Metall und zwei Plastikschaufeln. Habe ich in meinem scheiß Leben nicht gesagt. Das ist wenig wert. Aber klar, die Aufmachung ist gut, da ist eine Werbefirma dahinter, die sich noch unlustige Sprüche ausdenken, das ist alles ganz gut. Trotzdem glaube ich, dass wir hier bei. Leute, die fucking Eis machen, wie haben die Geld? Schnelle Lieferung meiner Tochter bringt es Spaß. Hat eine blöde Größe zum Einfrieren. Von Miriam Hase Coop Miners. Okay. Ist nicht zu klein, nicht zu groß, einfach zu blöd. Ist zu blöd. Ja, was hat das? Das ist die Frage. Ich sag 32,80. Ach, für einen Kindergeburtstag stelle ich mir sowas schon ganz nett vor. 32,80. 32,80 ist zu teuer. Nee, da sind 25, guck mal, 25 Spruchsticker. Wie viel ist ein Spruchsticker? Stimmt schon. Das ist so eine Beilage, was man da einfach zufällig mitbekommt. Im Endeffekt ist es ein Stück Metall und zwei Plastikschaber. Und was ist das schon wert? Ich sag mal, wir sind hier bei 17,99 €. Wir schauen nach und es sind 39,99 €. Ich bin einfach gut. Ich weiß doch, was Eisliebhaber zahlen, dass sie richtig was auf dem Teller. Wieso ist denn das so teuer? Was? Oh Gott. Was? Nee. Moment, wenn dein Hund dir ins Gesicht weint, kannst du damit die Tränen flecken. Moment mal. Weinst du auf dein Tier oder weint das Tier auf dich? Und was ist trauriger? Was ist da los? Guck dir den Hund an! Wenn dein Kind später mal weint, ne, dann geh nicht hin und tröste es, sondern hau erst mal einen ordentlichen Liter Tränenfleck entfernt. Das ist ja herrlich. Achtung. Also. Was ist entfernt das? Tränenflecken. Was sind denn Tränenflecken? Anti-Augenflecken. Ach, hier. Ach so. Bei Hunden. Die haben Hund, wir schauen uns das Video an. Wir schauen uns das traurige Video an. Vielleicht noch einen Ton? Okay. Ach, weil diese kleinen Dackel da immer so einen komischen Rand da noch haben. Ja, einfach mit Wasser drüber. Nice. Ach so. Das kannst du ganz einfach mit Wasser machen. Wenn deine Hunde weinen, muss. Weil du nicht willst, dass Leute sehen, dass deine Hunde weinen. Nee, das sieht schon manchmal ein bisschen eklig aus. So. Aber bei meinem Hund ist das jetzt nicht so. Nicht so widerlich. Ich brauche keinen Tränenheck. Guck mal, das ist sogar Nummer 1 in was? In Tränen? Wie traurig der Hund aussieht. Mein Blick, wenn pfiffige Ziffern ausfällt. Ja. Niemand sieht mehr, dass ich weine, aber ich bin trotzdem traurig. Aber haben wir da schon das Bild für verflixte Klicks? Einer ist der Katze, einer ist die Hund? Ja. Wer wärst du gerne? Ich bin lieber eine Katze. Ich bin eher ein Katzentyp, aber das ist ein anderes Thema. Also, ja, wie viel sind Tränen wert? Ach, du meine Güte. Ah, jetzt verstehe ich's. Angenehm. Ach ja, das sind immer diese weißen kleinen Viecher, die da. Ja, genau, ja, solche. Die haben halt nicht zu lachen. Und ihr habt kein besseres Bild von mir gefunden. Oh Gott. Zeig noch mal Bilder. Effektiv und lecker.
Gott, du sollst die Scheiße nicht fressen. Sabine, ja, wieso ich hier lecker schreibe, liegt daran, dass mein Hund nicht nur die Augen hiermit gereinigt bekommt, sondern ich gehe mit dem getränkten Wattebausch auch immer um die Schnute und den Bart herum. Der Kleine freut sich immer, wie viel Flüssigkeit wohl richtig lecker ist. Der Bart ist ebenfalls wie der Augenbereich nicht dunkel verfärbt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und konsumiere es mittlerweile jeden Tag selbst. Und weißt du, was Sabine ist? Sabine ist ein Profi. Sabine ist ein journalistisches Genie. Ja. Wir haben diese Überschrift gelesen. Ja. Wir haben den kompletten Text die Headline reingesaugt. Zieht dich rein. Weil wir wissen wollten, was da los ist. Ist die wirklich, trinkt die wirklich dieses Mittel? Nein! Reingelegt, aber ihr habt es trotzdem gelesen. Sabine ist journalistisch absolut perfekt, aber sie ist auch tränenentfernersüchtig, muss man sagen. Ja. Sie braucht mittlerweile jeden Tag 5 Fläschchen. Sorgt vielleicht einfach dafür, dass eure Mitmenschen und Tiere nicht so viel weinen, anstatt danach billig die Tränen zu entflecken. Weißt du, wer mein Tränenfleckentferner ist? Du. Danke. Wenn es mir schlecht geht, dann entfernst du über meine Tränen. Das finde ich schön. So, das Ding kostet nicht viel. Weil ich sie sammeln und teuer verkaufe. Das kostet nicht viel. 5 Euro, 4 Euro, 6 Euro, 6 Euro, 9. Ich sag 7,50 Euro. Schlechte Schätzung. Nee, ist eine gute Schätzung tatsächlich. 50 Milliliter ist nämlich nicht viel. Tierbedarf und so weiter ist natürlich immer recht teuer. Du kannst da sehr viel verlangen. Ich würde aber doch mal behaupten, in dem Fall machen es die meisten, sag ich mal, mit Wasser. Es geht wirklich nur um diese hellen Fell. Also so helle Tiere, die dann, wo es dann wirklich so scheiße aussieht wie bei denen eben. Noch mehr Fotos vielleicht? Einfach für mich zur Bespaßung? Ach so, da werden schon alle. Ah ja. Guck mal. Oh, Jesus. Ich weine den ganzen Tag, weil sie mir das Fell geraubt haben. Das sind. Oh, herrlich. Toll. Naja, süß. Ach ja, was weiß ich. Was wird es wohl kosten? 50 Milliliter sind nicht viel, das ist ein kleines Fläschchen. Auch wenn Tierbedarf teuer ist, sind wir hier trotzdem nur bei 4,95 Euro. 4,95 Euro für Lars, 7,50 Euro sag ich, wir schauen nach und es sind 6,04 Euro. Nee, Moment, einmalige Lieferung! 7,49 Euro! Ja. Wir machen nicht Spar, aber wir machen, wie viel kostet das Produkt? Warte mal, hast du 57 gesagt? Ja! Du bist ja krass. Du bist. Ein Cent! Hier steht's! Ein fucking Cent! Du bist ja absolut grandios. Aber war ich jetzt näher dran? Nächstes Produkt. Da liegt was in der Luft heute. Was ist denn das für ein drecksdummes Huren-Kackjahr, Rollrasen. Ein echter Fertigrasen. Sorte Premium-Zierrasen. Ja. Ja, ist halt ein scheiß Rasen, Mann. Ist ein Kunstrasen. Also, sorry, aber bin ich der Einzige, der das sehr lecker findet? Ja, ich finde das eklig. Ich kann kaum hingucken. Ih, bäh, eklig. So eine Pfefferminz-Schoko-Biskuit-Rolle? Ja, ist schon lecker. Ich finde, das sieht richtig lecker aus. Guck dir das mal an. Ja. Ich back das nach. Ich back das nach. Magst du diese After Eight-Nummer? Ja, ich liebe Pfefferminz. After Eight? Ja. Ach, guck mal, aber du brauchst. Ah, nee, die legen das nicht auf die Steine. Nee. Nee. Es ist ein echter Rollrasen. Aber wie viel? Gekühlt geliefert. Ah ja, das ist kein Kunstrasen. 55 Quadratmeter. Moment, also das ist der echte Stapel, den man kriegt, oder wie? Sind das 5? Die sind 1 Meter breit, also 55 Meter lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mehr sind. Ist das wo hier oben die Gaming Area? Ist das wo 55 Quadratmeter? Boah, ich bin ganz schlecht in Quadratmetern, da kannst du mich echt mit jagen. Alles wie gewünscht, robuster Rollrasen. Das ist doch ungefähr so groß wie unsere Wohnung. In Hamburg, unsere ehemals gemeinsame Wohnung. Ja, alles. Das waren doch ungefähr 50 Quadratmeter. Glaube ich. Ja, das ist schon viel Rasen, aber auf der anderen Seite, was ist Rasen auch mehr als Wiese? Die komplette Wohnung mit Rasen. Wäre das nicht auch eine Option, dass man statt Parkett oder Teppichboden einfach Rasen verlegt in seiner Wohnung? Braucht das Sonne? Ich weiß es gar nicht. Ja, oder halt also Kunstrasen ging ja auch, aber wäre das nicht irgendwie auch ein schöneres Lebensgefühl, wenn du auf einem Kunstrasen aufwachst? Nee. Nein? Nee. Aber du bist doch so ein Fußballfreak. Das stimmt eigentlich, aber wie gesagt, als Fußballfan hat man überall Rasen. Also ich brauche nur, selbst auf dem Asphalt mache ich den Dribbli. Hm. Und von daher. Du hast auch die Rasen-App und alles, ne? Ey, mein Herz ist aus Rasen. Hm.
Ja, was soll man sagen? 55 Quadratmeter. Ach, guck mal hier. Man kann hier sogar auswählen, wie viele es sind. Ah. Ich würde schon zweimal ansetzen für ein kleines Kompliment. Du bringst nämlich mein Herz zum Rasen. Oh, danke, Larsen. Ja, also, wir sind, was haben wir gesagt? 55. Man kann es hier in beliebiger Größe. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich, was wir eigentlich machen müssen, skalieren. Fährleistung skalieren. Wir müssen gucken, wie viel kostet es für einen Quadratmeter und das mal 55 rechnen. Als kann man eins bestellen oder ist es eine Mindest? Das ist die kleinste Menge, ist 35. Nee, 35 ist die kleinste Größe. 35 und wir sind hier bei wie viel 55? Also wahrscheinlich so ungefähr die zweitgeringste Menge, die du bestellen kannst. Boah, ich weiß wirklich, aber das ist wiederum, dafür liebe ich dieses Format, ja, weil das sind so Sachen, die man ja eigentlich irgendwie wissen könnte, aber über die man sich noch keine Gedanken gemacht hat. Klar, wir haben viele Hausbesitzer innen da draußen bei unseren Zuhörer, bei unseren Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin mittlerweile ehrlich mehr dabei, mir zu überlegen, wer kauft das und wie viel Geld haben die? Hausbesitzer. Ja, und ich glaube, wer sich so einen Rasen komplett macht, hat viel Geld. Deswegen glaube ich, ist es eher teuer. Es ist schon teuer, ja. Über 100? Im Rasen ist nicht zu spaßen. Über 100 Euro? Ich sag 150 Euro. Ja, ja. Ja, ja. 150 Euro. 3 Euro pro Quadratmeter? Ja. 150 Euro und du hast einen 55 Quadratmeter Rasen? Das glaube ich nicht. Nee, lass uns 200 machen. Nee, du hast schon 150. Seit wann das denn? Das 200. Leid oder was? Da unten steht's doch schon. 200. Hä? Nur weil ich dir nochmal gesagt habe, nee, das war. Nein, ich war doch in Gedanken. Hast du es nicht gesehen? Jetzt haben die es sogar geändert. Also. Natürlich. Es gibt keine Regel, dass man seine Schätzung nicht ändern darf. Wo ist eigentlich der Anwalt, der früher immer da drin saß in der Regie? Rolli? Ja. Tja. Den habe ich verklagt. Hm. Naja, 200 fand ich schon eine bessere Schätzung. Ich glaube es aber trotzdem noch mal teurer. Wir sind bei 300 Euro. 300 für Lars, 200 für mich. Wir schauen nach, wenn er dran liegt. Und es sind 500! Wow! Das ist gut, da komme ich ran jetzt. Anschlusstreffer, nächstes Spiel. Das ist ja richtig. Also das lohnt, da lohnt sich ja auch Diebstahl ab einem gewissen Rasendiebstahl, Größe, oder? Das ist ein Riesending. Du kannst ja da einmal nachts wer passt denn auf seine Wiese auf und reibt das alles ab? Oh, guck dir das Schwammbett an. Nein. Lars, bitte schau dir, bitte. Ich schau dir bitte das Schwammbett an. Aber ich würde es umdrehen. Weil das ist die raue Seite, da will ich nicht drauf schlafen. Nee, das ist die Bettdecke. Ja, optisch ja, aber wenn ich jetzt drauf schlafen müsste, würde ich es umdrehen. Es ist ein Bett. Dass es klein ist. Es ist ein Bett für den Schwamm, Lars. Ja, aber ich will vielleicht mit dem Bett schlafen. Ich will mit dem Schlamm schlafen, mit dem Schwamm. Ach, guck mal, eine Tagesdecke. Aber die Kissen sind fest am Gestell dran. Ja, die sind nur Gag. Aber auch dafür da, dass der Schwamm nicht abbauen kann. Ach, das ist schon niedlich, ne? Es ist niedlich, aber du hast halt dann irgendwie die alten Fischreste dann immer an dem Gestell da unten. Ja, die kannst du bestimmt in die Spülmaschine packen. Das wäre die einzige Frage, die ich habe an das Produkt. Ey, wie viel Geld müsste man dir zahlen, dass du deinen aktuellen Schwamm aufisst? 150 Euro. Okay, wirklich? 150 Euro? Ja, wir gehen jetzt in deine Küche, nehmen den Schwamm, der da liegt, und den musst du mit Messer und Gabel aufessen. Mit Messer und Gabel, den esse ich auf, ja, für 150 Euro plus 20 Euro. Mach das nochmal bei NDA. Ja, das mache ich dann. Das ist doch ein guter Einspieler. Lars Paulsen isst seinen Schwamm. Ja, das mache ich gerne. Ja, lass uns mal in die Bewertung schauen, weil ich finde gerade bei Schwämmen das immer interessant, was die Leute sagen. Nee, erstmal viel wichtiger die Fragen, die gestellt wurden. Ja. Was hat man denn so für eine Frage? Ist die Bettwäsche im Preis mit inbegriffen? Doppelpunkt D. Jau, die Kiste. Nochmal, wenn jemand mit Jau antwortet, du weißt, das ist ein Gaggeschenk. Hier wird nicht eine Immobilie irgendwie verhandelt, sondern es geht um so ein Geschenk. Jau, die Kissen sind fest und die Bettdecke ist auch bei Erstlieferung dabei. Ja, und dann so ein Jau sagt man wirklich nur in ausgewählten Fällen. Du kannst jetzt nicht irgendwie als Arzt, wenn du fragst, und Herr Doktor, habe ich jetzt Krebs? Jau. Jau. Sie haben leider Krebs. Ja. Eigentlich ausschließlich bei Gag-Produkten auf Amazon kannst du Jau schreiben. Willst du mich heiraten? Jau. Jau. Jau, mach ich. In der Lieferung ist ja schon ein Schwamm enthalten. Dieser hat die Größe 1,7. Ach, da ist wirklich noch ein Schwamm mit da dabei. Da ist der schon dabei. Guck mal, du hast das sogar dann in die Tagesdecke oben drüber auf allem. Ach, toll. Ja, den aber muss man mit einberechnen. 0,08 Kilogramm wiegt das. Ja, also klar, Geschenkartikel kosten immer bis gewissen Betrag. Is this pointless? Well, what can I say? If you have more money than sense, then this is perfect. Warum kommentierst du hier?
Also, was ist dein Problem? Aber ist es wirklich, also, man könnte ja auch das interpretieren, dass es ein bisschen zu teuer ist auch, ne? Wahrscheinlich nicht. A novel spawn shoulder that I loved. Kannst du mal sortieren nach Ein-Sterne-Bewertungen? Ich will wissen, ob das auch bei jemandem kaputt gegangen ist oder das Bett schimmelt. oder ein menschengroßes Bett mit einem riesigen Schwamm vor der Tür hat stehen. Lettino con Spuna. Ich habe richtig schlecht drauf geschlafen, schreibt einer. Das ist die beste Überschrift einer Kritik. Sadness persists. Ja. I never received this product. Ah. Which is a shame, because it is so very cute. I now have a sadness within me that will never be. Süß. Gut. Gags auf Amazon. Amazon braucht mehr Humor. Ah, sehr schön. Broken Ore Arrival? Kaputt. One of the legs came broken. One broken leg came broken. Oh! Oh, das ist ein. Sind die alle in der gleichen Zeit ungefähr? Gab's da so einen Typen in der Fabrik, der immer einen. Das kann sein, ja. Voll, der gekündigt hat und davor noch bei 100 Betten einen abgerissen hat. No drainage, only a novelty, doesn't function. Ja, okay, Sarah. No drainage, Sarah, ist schwierig. Wie, das läuft dann da nicht durch, weil die schon verschimmelt sind? Jetzt, wo bin ich denn jetzt? Wie komme ich hier wieder zurück? Ich gehe mal einfach auf zurück. Ja, okay. Okay, ich schätze, dieses Produkt ist nicht sonderlich teuer. Aber natürlich muss das da mit dem 3D-Drucker auch erst gedruckt werden. Mit dem Schwamm, so ein Schwamm kostet nun wirklich kaum was. Aber das Ding kostet dann schon was. Wir sind hier bei guten 6,99 Euro. Ja. Nee. Geschenkartikel kosten immer mehr. Ich bin bei 9,99 Euro. Das ist schon ein Zehner. Das ist schon ein Zehner, weil das ist so ein klassisches, das bringst du mit auf eine WG-Einweihungsparty. Guck mal, das ist das perfekte Geschenk für eine WG-Einweihungsparty. Oder wir haben uns nur ein Haus gekauft, bringt das mit. Ach, süß, ah, nett, für die neue Wohnung. Sobald ihr weg seid, wird das Ding weggeschmissen. 9,99 Euro gegen 6,99 Euro. Wir schauen nach und es sind 14,90 Euro. Na gut. Geschenkartikel sind teuer. Das Lächeln eines Menschen ist manchmal so unbezahlbar. Lars Paulsen. Niemand hat geschrieben, er hat es verschenkt. Es ist schwarzes Toilettenpapier. Aha. Damit oh, das ist Anni, das sind 6 Stück. Renova. 2x6 Packungen schwarzes Toilettenpapier. Ich bin ja grundsätzlich komplett gegen Toilettenpapier. Ich mache das alles nur noch mit dem Finger. Ja? Nein. Aber ich habe mir zumindest mal diese Happy, also zumindest diese, so eine portable Bidet-Nummer habe ich mir gekauft. Ah ja. Leider kann ich das nicht hundertprozentig empfehlen. Ich bräuchte 3 Liter. Wenn mir jemand so ein Fass gibt, mit also so ein kleines Fässchen mit 3 Litern, dann komme ich damit klar. Aber ich habe mir selbst die große Variante davon. Da braucht man trotzdem noch genug Toilettenpapier. Und ich weiß gar nicht, wieso dir das so unangenehm ist, dass wir jetzt gerade über das Arschlochabwischen sprechen. Nee, ich hab das tatsächlich noch nie ausprobiert, aber hatte auch noch nie das Bedürfnis, was zu ändern, ehrlich gesagt. Findest du es völlig in Ordnung oder was? Es ist für mich eine der größten Schwierigkeiten im Leben, ist Toilettenpapier. Ja? Ja. Vielleicht ist schwarz die richtige Farbe für dich, denn es scheint ein Markt zu sein, den die Leute lieben. Ich meine, das ist wahrscheinlich was für so Innenarchitektur-Freaks, die sagen, ich habe ein komplettes Badezimmer in Pechschwarz und das Toilettenpapier soll dazu passen. Fände ich geil, ja. Würde ich einziehen. Aber schon merkwürdig, oder? Es ist eher so für die Gästetoilette, ne? Betrug! Es werden 2x6 Rollen angeboten und avisiert. Avisiert? Wir machen einfach weiter und tun so, als wüssten wir es. Nein, hör auf, das ist jetzt echt nicht wichtig. Avisieren. Das Bevorstehende von etwas, die Ankunft von jemandem schriftlich ankündigen. Vielleicht ist es ein Schweizer Wort. Schweizerisch benachrichtigen. Guck mal, wir haben Wort gelernt. Avisieren haben wir ja alle schon mal gehört, aber wussten es jetzt nur nicht hundertprozentig einzuordnen. Moment, oder ist es anvisieren? Nee. Nein, er hat sich drauf gefreut. Avisieren. Das von etwas, die Ankunft, er hat sich drauf gefreut. Er hat sich darauf gefreut. Thomas Fuhrmann, melde dich. Das ist ein NDA-Slot. Drück mal drauf. Wahrscheinlich Schweiz? Wahrscheinlich Schweiz, ja. Nützliche Stimmen. Oh, der ist sehr, sehr Vorsicht. Wütend. Oh, tolles Hilfsmittel. Was macht der? Schlechtes Material. Super Idee. Ah, er ist entweder komplett begeistert von dem Produkt oder er hasst es. Klemmleuchten mit USB. Aha. Webcam-Cover. Mhm, okay. Das ist für mich übrigens ein großes Problem der heutigen Gesellschaft, dass man Dinge entweder nur noch 1 Stern gibt oder 5 Sterne. Was denn mit dem guten alten 3,5? Ja, stimmt schon. LD. Kein Toilettenpapier für den täglichen Bedarf. Sondern? Ja, weil es wahrscheinlich zu teuer ist. Besser geeignet. Der Duft. Geruchlos wäre es mir lieber. Doch
Es stinkt nicht so, als dass es unerträglich wäre. Es ist gerade noch so erträglich, der Gestank. Meine Katzen scheinen den Duft zu mögen. Was steht denn da, was für ein Duft? Ja, naja, das liegt aber nicht am Duft. Die mögen, dass es da runterfällt und dass sie was zerreißen können. Ist das irgendwie Lakritzgeruch oder so? Steht das oben drin? Ganz erschließt. Ich glaube, das ist vielleicht so. Parfümiert steht da. So, vielleicht, wenn ihr so ein Goth als Freund habt oder so, dann so als Gag, haha, du, bei dir ist alles schwarz. Ist aber auch nicht gut. Wenn aber da von Parfum an deinem Po, das ist auch nicht aber gut. Von Geruch steht hier nichts. Nee. Hm. Ja, also ich glaube, wir sind wieder im Gag. Tatsächlich, wir haben nur. Was ist denn mal, warum finden wir nicht mal ein vernünftiges Produkt, immer nur so Geschenkartikel-Quatsch? Es ist ein Zweierpack oder ist es ein 2x6er-Pack? 2x6, 12. Fehlende Teile. Bonbon. Also es kann ja jetzt immer nicht. Lacher. Ich lach mir den Arsch ab. Also wirklich, ich lach mir komplett den Arsch ab, wenn ich eine schwarze Toilettenpapierrolle im Gästeklo sehe bei jemandem. Dann lach ich mir den Arsch ab. Also das Problem scheinen mehrere Leute zu haben, dass sie nur die Hälfte geliefert bekommen haben. Das ist natürlich wieder deine Theorie. Man beschwert sich eher über Produkte, die eher ein bisschen zu teuer sind und so weiter und so weiter. Wir haben all dein Buch gelesen, das sich 4-mal verkauft hat. Von daher würde ich sagen, was kostet man noch doppelt so häufig wie dein Buch? Ich glaube, so im Supermarkt kosten 12 Rollen vielleicht 3,80 Euro oder so, 4 Euro, 12. Ja, die normale Packung ist doch immer 4x2 und die kostet dann 3 Euro. 8, also 4 Euro, sagen wir mal. Dann sagen wir mal für so ein Geschenk Novelty nochmal 50% obendrauf, sind wir bei 6 Euro. Ich sag 6 Euro, glatt. 6 Euro glatt. Ja, das hätte ich auch gesagt. Deswegen wollte ich auch anfangen eigentlich. ja, das Ding ist, es darf ja nicht so teuer sein, dass du denkst, warum sollte ich mir jetzt Toilettenpapier kaufen, das wirklich 10-mal so teuer ist wie normales Toilettenpapier. Naja, aber Lars, ich habe ein Argument für dich. Es ist nun mal the sexiest paper. Und welches Papier kann das schon über sich behaupten? Stimmt. 2x6 Rollen, 12 Rollen. Jede Rolle 1 Euro wäre zu viel. Jede Rolle 50 Cent wäre ideal und genau deine Schätzung. Nee, ich gehe noch mal ein bisschen höher. Ich sage, wenn man sich sowas kauft, dann ist es wirklich als Statement für Gäste, die man empfängt. Wir sind bei 7,99 Euro. Also sagen wir mal 8 Euro glatt. Larsen sagt 8, ich bin bei 6 Euro, wir schauen noch, wenn er dran liegt. Also ich hatte 6, Lars Paulsen hatte 8, ne? Anders als es jetzt hier steht. Wir schauen nach und es sind 18 Euro! Was? Jesus. Ja, guck mal, aber wir hätten, glaube ich, mehr auf die Kommentare achten müssen. Also Lars kriegt den Punkt. Wir hätten mehr auf die Kommentare achten müssen. Ich glaube, du hast schon recht. 18 Euro, um deine Fäkalien abzuwischen. So, jetzt haben wir ein Schröpfset. Mit Vakuumpumpe. 12 Schröpfgläser aus Kunststoff zur Faszientherapie. Ah, das ist gut. Was waren denn nochmal? Ah, das sind diese Muskelstränge. Ja, es gibt diese Faszienrollen, wo du dich so überrollen musst. Ja. Und in dem Fall stimulierst du die auch durch diese Vakuumiergläser. Das kannst du natürlich beim Masseur machen lassen für viel Geld oder du kaufst es einfach selbst. Eieiei. Jesus, ja, okay. Und da guckst du nicht weg, oder was? Oh, dann hast du zum Schluss diese noch 2 Tage lang diese Wunden da am Rücken. Aber wird denn der Muskel überhaupt da angesaugt oder wird nicht da nur Fett reingesaugt? Nee, nur die Faszie. Aber was ist der Unterschied zwischen Faszie und Muskel? Also Faszie wurden mir so erklärt, vorgestern erst über Faszie mich unterhalten. Und das ist, den Muskel umgibt nochmal so eine Schicht. Okay. Das ist kein Fett, sondern was anderes. Eine Faszie, ja. Okay. Ach, was weiß ich. Frag doch nicht so blöd. Also anscheinend, und woher weiß man, wo man die hinmachen muss? Das sieht so furchtbar aus. Das sieht so schlimm aus. Aber ich sag mal so, du hattest vorhin schon gesagt, dass das Wachset primär als Heroin verkauft wird. Meinst du nicht, das hat auch Sextoy-Anwendungen? Sextoy, ja. Oh, dann schön die Eier oder was ran, oder wie? Nee, ach so. Oh Gott. Da 100% gibt's Kommentare in die Richtung. Ja. 100%. Von Roland, Alex und Helmut. Verspannung schnell gelöst. Hat uns nicht überzeugt. Perfekt. Sehr edel. 2 von Klaus Wünsch. Bombenqualität. Also es ist schon, kommt auf jeden Fall gut an. Aber nicht bei den Franzosen. Die Franzosen hassen es.
Lalelu. Umständlich, verliert Vakuum, kein Handbuch dabei, unpraktisch. Hm. Wow. Es gibt bestimmt eine App. Wer nimmt sich denn so viel Zeit? Das ist die umfassendste Rezension, die ich je gesehen habe. Aber ich finde es ja gut, dass. Aber es gibt ja auch Leute, die sind hauptberuflich Amazon-Rezensenten, ne? Also die kriegen dann auch so Produkte zugeschickt und deren Rezension zählt dann auch mehr und ja, so, aber ne? Das ist ja illegal. Nö. Nee? Nö, nö, nö. Also ist vielleicht ist Lalelu eine solche, man weiß es nicht. In der illegalen Machenschaft bist du da. Also das ist schon recht aufwendig. Das sind 12 Schröpfglocken mit. Ich muss anfangen. Oh, Herr Lars, ich tue sie wieder weg. Tut mir leid. Jetzt ist, ich muss es weg. Ja, mach's doch weg. Ich will es auch gar nicht mehr sehen. Mit. Also ist Anschlusstreffer. Das heißt, aber da ist so ein Vakuummeister drin. Ah, genau. Du stopfst es drauf, ziehst dann die Luft raus und dann löst du es. Und das Vakuum bleibt, und dann kannst du es einzeln machen. Aber wie machst du das denn am Rücken? Wie willst du das denn machen? Was habe ich denn hier in der Tüte mit all den Requisiten, die wir für flixe Klicks und für pfiffige Ziffern brauchen? Doch alles hier eigentlich. Nee, da sind ja noch ein paar Utensilien drin. Offensichtlich haben wir nicht alles da. Was? Dann zeig doch mal, was noch drin ist. Ja, zum Beispiel eine Mütze, die hier nicht reingehört. Mhm. Ein Fisch für diese andere Sendung, diese erfolglose. Ein Katapult, wie Florentin Will sagen würde. Ja. Was alles drin ist in der Tüte. Du hast eine Senfkarte zum Beispiel. Ach, und eine Senf! Spannend. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ganz verstehe ich nicht, wie man sich das selber auf den Rücken pfropfen soll, weil du musst ja die Luft absaugen mit dem, mit der Pumpe oder mit der Antipumpe. Zempelberg, hier ist deine Senfkarte. Danke. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Du musst natürlich anfangen. Du bist dir anscheinend hier sehr, sehr sicher, was diese Schröpfglocken angehen. Boah, stinkt auch alles. Ey. Oh Gott. Also heute ist nicht mein Tag, Florentin. Naja, ich will ja gerade die Senfkarte zücken, um dann aufzuholen. Ne? Ich kann ja jetzt 2 Punkte holen. Wir müssen übrigens wirklich mal über diesen scheiß Multiplikator reden, auf Platz 1 in Didede. Das hatten wir eigentlich mal gesagt, da wollten wir uns drum kümmern. In dem Fall ist es jetzt nicht auf Platz 1, aber es ist so typisch Startup-mäßig. Man hat die Founder, die Co-Founder da vorne auf der Dings. Das kommt in einer süßen Box. Das hat auch so einen komischen Namen, was so ein bisschen health-mäßig klingen soll, aber trotzdem noch hipster-mäßig genug. Moment, Kopfschmerzen? Du packst es auf deinen Kopf drauf? Nein, ich glaube, dass dadurch generell deine Verspannungen, also bei Menstruationsbeschwerden heißt ja auch nicht, dass du es dir jetzt in die Muschi klemmst. Es geht einfach darum, dass wenn du es im Rücken machst und entspannt bist, hast du weniger Blutdruck. Ne? Oder, okay. Oder mehr, je nachdem. Okay, in beide Richtungen auch. Also, es soll dich entspannen einfach. Es sind 12 Schröpfgläser und eine Absaugpumpe. Und dann ist ein E-Book dabei. Was hat die sich denn beschwert, dass da keine Beschreibung dabei ist? Da ist ein E-Book dabei. Ah, du musst anfangen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du gehst. Ich werde leicht drunter gehen wahrscheinlich. Von daher bin ich gespannt, was du sagst. Naja, also ich glaube, bei solchen Produkten musst du ja immer überlegen, das sind ja Produkte, die du eigentlich aus einer Dienstleistung kennst, dann aber sagst, ich möchte es lieber selbst machen, anstatt die Dienstleistung wahrzunehmen. Ich glaube, die Pumpe ist sogar einhändig, oder? Ich glaube, vielleicht geht das sogar auf dem Rücken. Ah, ja, ich glaube auch, dass du das selbst machen kannst. Zum Beispiel Friseurbedarf. Dienstleistung wäre zum Friseur gehen. Du sagst irgendwann so wie ich, ich kaufe mir meinen eigenen Friseurbedarf. Und dann sind die oft teuer, weil du die teuer machen kannst, weil du natürlich das gegenrechnest. Okay, ich gehe 5-mal im Jahr zum Friseur, kostet mich x Euro. Dann gebe ich auch gerne das und das aus, weil ich habe da eine Flatrate. Und so sehe ich das auch in dem Fall. Du hast da eine Massage-Flatrate. Die können da durchaus Kohle für verlangen. Es sind 12 Schröpfgläser. Das ist nicht wenig. Wir sind bei 79,99 Euro. Wir sind teurer. Wir sind 99,99 Euro. Ich dachte, du willst drunter gehen. Nee, 99 Euro. Wenn du so einen Schwachsinn erzählst, dann muss ich ja abweichen. Das ist ein Huni. Das ist ein klassisches Huni-Produkt. Du hast eine schöne, ansprechende Box. Die ist stilsicher. Das kann man sich mal leisten. Ja, 100 Euro, wie gesagt, sagst du, das sind, keine Ahnung, 4 Massagen oder was. Das lohnt sich. 100 Euro. Ich bin sehr gespannt, ob du die 2 Punkte holst oder der Senffluch sein Unwesen treibt. Bitteschön. Und es sind alles voller Senf, alles voller Senf, alles voller Senf, alles voller Senf. Ja, nicht schlecht, du machst das, du gehst deinen Weg, ich mag das. Zahnfleck-Radiergummi. Och. Oi. Oh Gott, aber sorry, mit einem Radiergummi auf dem Zahn rumreiben, das ist schon unangenehm. Nee, das mag ich auch nicht. You touch my heart, but don't touch my fucking teeth. Was machen die? Never ever, die hat ein Mikrofon in der Hand.
Die will Sängerin sein, ja, die nicht sowas. Die hat einen Joint in der Hand, die kifft gleich ein. Und dann haben sie schön die Zähne gebleicht. Ah, ach, ist das das, was du auch bei der Zahnreinigung machst? Ah, Gott. No longer expensive Brighton. Boah, ich kann da wirklich nicht gucken. Oh, aber das sieht gut aus. Geht. Wer macht denn Chicken Sandwich mit Gürkchen? Ist das so in der Waffel? Ist das so ein Waffeleisen? Nee. Sieht aus. Nee. Aber Gürkchen bei Chicken? Ich weiß nicht mal, was das soll. Also, warum, da ist ja gar nichts drauf. Da ist ja kein Salat drauf. Da ist, also naja, bei Chicken hat man nie viel. Du hast ja bei Chicken, wenn überhaupt, Salat und Remoulade. Aber Salat doch wohl. Ja, aber nicht Gürkchen. Du hast bei McChicken hast du keine Gürkchen. Du hast nie Gürkchen mit Chicken. Gurke und Huhn verträgt sich nicht. Gut, danke für die Info. Ja, muss ja auch sein. Ja, also ganz kurz, wie viel. Also, wir haben einen von diesen Dingern. Wir haben ein Stück Plastik. Wir haben ein gekrümmtes Stück weißes Plastik mit einem Stück Kohle obendrauf. Weißt du was? Der NASA-Roboter ist auch ein Stück Plastik. Schlechtestes Beispiel ever. Aber es gibt durchaus. Mann, ich glaube, sind das nicht die Dinger, die hier auch vorne drauf sind? Ja. Also ich stell mir die. Oh Gott, und das macht's noch viel schlimmer. Ich stell mir das Quietschen. Ja, stell dir mal, ich habe eine Sache für dich. Stell mir vor. Oh Gott. Das hat die Beschaffenheit vom Schmirgelpapier. Ich habe hier einen Koffer mit 150 Euro, Lars. In 1-Euro-Münzen oder was baust du da einen scheiß Koffer? Okay. Ich sag, das ist. Oh, furchtbar. Kostet 2,90 Euro. Mein Gott, was soll ich sagen? Bist du völlig verbleibert oder was? Das ist ein Stück Plastikglas. Also auch hier sind wir natürlich wieder im gleichen Bereich, wie ich es gerade gesagt habe. Dienstleistung, Schrägstrich, Medizinleistung. Du gehst eigentlich zur Zahnreinigung, lässt dir da das bleichen oder abschrubben und dann sagst du, nee, das kann ich auch selbst kaufen, da spare ich mir ein paar Sachen. Wir sind bei 11 Euro. Oh, ich muss weg aus diesem Produkt, sorry. Ja. 11 zu 92 und es sind 9,99. Yes, geil. Oh, sag mal. 1 Euro und 1 Cent. Was denn? Hat Lars Paulsen einen Blinker angemacht oder was? Ja. Aber zumindest nur bei. Reiht sich Lars Paulsen schön im Reißverschlusssystem wieder auf den Weg ein? Nee, ich nehme allen die Vorfahrt. Und das könnte mir zum Verhängnis werden. Eine tragbare Waschmaschine, TG23. Waschtrockner, Waschmaschine mit Wasch- und Schleudertrommel. Mini-Waschmaschine mit Think Gizmo Energie. Klasse A. Plus. Stark. Ja, es ist eine tragbare Waschmaschine. Man muss sie nicht. Warum? Ja, wenn du für Camping? Nein, wenn du was waschen willst, während du es trägst. Wenn du bist Wanderer. Ja. Angenommen, du bist Wanderer und du sagst, meine Hose ist in einen trüben Tümpel gefallen. Dann kannst du sie ausziehen, in die Waschmaschine und auf dem Rücken transportieren, während du weiter wanderst. Durchs Gebirge kannst du gleichzeitig sozusagen deine. Ist das eine schonende Wandermethode, die du gerade an den Tag legst? Nein, ich glaube, du hast aber recht. Ich würde nicht sagen, dass es der Wanderer macht, der dann sich aus Versehen was schmutzig gemacht hat, sondern wenn du wanderst, hast du sicherlich 50% der Zeit mit dem Gedanken zu tun, warum mache ich das eigentlich gerade? Ich könnte doch gerade viel sinnvolle Sachen machen, weil es ja eigentlich total verschwendete Zeit ist. Nicht mehr mit der tragbaren Waschmaschine. Du bringst deinen kompletten die Wochenwäsche, die du normalerweise zu Hause jetzt waschen würdest, die nimmst du mit auf die Wanderung und hast dann nicht nur gewandert, sondern eben auch was Sinnvolles gemacht. Vor allem, das Nervigste am Waschen ist es ja, seinen Wäscheberg von seinem Stuhl zur Waschmaschine zu tragen. Bis jetzt. Denn jetzt kannst du einfach die Waschmaschine nehmen und zu deinem Wäscheberg tragen. Das ist smart. Und dann eigentlich kannst du die Waschmaschine so von oben auf den Wäscheberg drauf tun und hast alles drin. Das finde ich einfach nur noch stark. Und wir haben eine Energieklasse von A++. Weil ich muss tatsächlich wahnsinnig viel Kleidung waschen, weil ich extrem viele Flecken auf meiner Kleidung habe. Primär natürlich Senfflecken. Senf gerade. Ich dachte, es sind Tränenflecken. Da hätte ich was gehabt für dich. Weißt du, warum die Energieklasse AAA hat, A++? Weil die mit Muskelkraft betrieben ist. Richtig. Die hat nicht mal Strom. Ja, das war ein Scherz, oder? Ja. Aber wo ist das Kabel? Ich sehe kein Kabel. Ja, das ist aber immer so. Auch bei so, kennst du es nicht auch, wenn du dir eine schöne Lampe kaufst und dann denkst du, ach, wie schön, die Lampe brennt wohl einfach so und dann siehst du ja, okay, die braucht Strom oder was? Lars, ich sehe kein Kabel.
Das fotografieren die nicht mit ab, weil es hässlich ist. Das wird schon Strom sein. Leistungsstarke, langlebige Camping. Guck mal, für Camping. Guck mal, 14 Kilowattstunden. Sagt mir alles nichts. 2 Kilo. Wasserverbrauch 17.520 Liter. Gut, das ist für die Wanderschaft, für den gängigen Wandersmann natürlich ein bisschen schwer zu buckeln, aber das geht auch. Also das geht auch. Also die Wäsche ist danach wirklich einwandfrei sauber, ja. Aber du brauchst halt einen kompletten Pool. Brauchst halt 17 Tonnen Wasser, also, aber dann geht's. Okay. Mhm. Du hast die Senfkarte gezückt, kannst also wieder ausgleichen. Lars, Lavina. Ich sehe hier kein Kabel. Doch, da ist das Kabel. Es. Da ist das Kabel. Spot the Kabel. Also, genau, was man braucht. Alles wunderbar. Aber gibt es nicht bei so Camping-Sachen auch immer, ja gut, wenn du nicht auf die Campingplätze gehst, hast du ein Problem. Das Video läuft noch. Da wird das gesamte Internet einmal mitgewaschen. Da kannst du schön dein Breitband einfach mal schön mitwaschen. Wird einfach mal durchgespült. Ja, liebe Werbeagentur, wir haben Ihnen ja jetzt nun wirklich viel Geld gezahlt, um einen Werbefilm zu produzieren. Und das ist das Ergebnis? Naja, wir dachten uns was Minimalistisches irgendwie, ohne Musik. Und ich meine, es tut ja, was es muss. Ja gut, haben Sie recht. Auch so geil, dass es erst pixelig wird, wenn sie es bewegt. Ich glaube, was die ist Kamera da geht dabei kaputt. Die wird nass, weil da 17.000 Liter durchströmen. Also negative Bewertung, weil meine Kamera kaputt gegangen ist. Überraschend gute Leistung. Naja, was wird das kosten? 80 Euro, 60 Euro? Ich meine, im Grunde ist es ein Elektromotor, der was dreht. Oder? Er dreht sich. Und eine Pumpe, die was reinpumpt. Ja gut, es muss wasserdicht sein. Da muss eine Isolierung da vorhanden sein. Das ist energiesparend. Neueste Batterietechnologie. Ich glaube aber, dass es ein Konkurrenzprodukt ist. Das ist ein Masseprodukt. Ich sage 70, schätzen. 60 Euro, 50 Euro, 45 Euro, 100 Euro, 80 Euro, 90 Euro, 70 Euro. Irgendwo zwischen. Jetzt 10. Kannst du nicht alle Sachen gesagt haben. Zwischen 10 und 100 irgendwo. Irgendwo zwischen 10 und 20.000 Euro. 11 Kilo. Das ist jetzt nichts für Wanderer. Ich sag 59,90. Ich glaube, gerade so Campingsachen sind oft schäbig und billig. Ich kenne das doch. Ich lebe doch in der. Schäbig Welt. Nimmst du zurück. Schäbig und günstig. Heißt nicht so die Marke? Ja, also ich muss sagen, Wolle. Das ist keine schlechte Schätzung, weil man als Camper musst du so viele Sachen anschaffen. Nein, es kostet mehr. Es kostet schon mehr. Ich meine, so eine, okay, eine Waschmaschine, eine nicht portable Waschmaschine, kriegst du sicherlich auch schon für 150 Euro oder so. Auch weniger. Günstige Waschmaschine. Portabel. Hm. 59 Euro, keine dumme Schätzung. Aber ich gehe trotzdem höher. Ich sage, wir sind bei 82,99 Euro. 82,99 Euro, sagt Lars Pausen. Ich habe die Senfkarte gezogen. Fauxpas. Ich habe die Senfkarte gezogen. Das heißt, es könnte der Ausgleich für mich sein oder natürlich der absolute Durchmarsch für Lars-Erik Paul. Ich halte den Senftopf über deinen Kopf und wenn du hier verlierst, kriegst du alles ins Gesicht. Und 60 Euro, 60 Euro, 60 Euro. Nein, fuck, ey! Alles rauf. Dieser Quatsch, alles schäbige rauf. Kram, Mann, ist das so teuer? Günstig. Wer kauft das denn? Wer kauft denn so ein Bullshit? Nee, so günstig ist Quatsch. Das war eine unvernünftige Schätzung deinerseits. Ey. Und ich glaube, ich kann den Blinker auch wieder zurücksetzen, weil ich führe so langsam komme ich auf die Zielgerade. Wieder über diesen kleinen Hobel hin zum Asphalt. Da bin machen wir noch, oder was? Schönen Greifer, zurück. Handverlängerung. Jellas Greifer. Du kannst natürlich noch genau treffen. Jellas Greifer mit Schuhlöffel, 90 Grad drehbarer Kopf. Was ist das? Mit Magnetspitzen für die ältere Menschen, Müllabfuhr, Handgreifer Violett. Also, es ist ein Handgreifer. Ah, guck mal, du kannst dir damit sogar die Schuhe anziehen. Du kannst Multitasking, du kannst alles damit machen. Deinen Schlüssel tragen, Schuhe anziehen für ältere Leute. Greifwerkzeug. Ach so, wenn du dich nicht mehr bücken kannst. Ja, so nehme ich. Mit Mag, das ist ja genial. Das ist ja viel besser als die menschliche Hand. Wie lehm ist eine Hand? Wirklich? Wie viele Magnete hat die Hand? Danke, Null. Evolution. Null. 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 Nichts.
Ich meine, Violett ist natürlich eine gewagte Farbe, klar, wissen wir alle. Aber es ist ein faltbarer Greifer. Das entworfen, um schöne Erinnerungen zu schaffen. Also, das ist ein hohes Ziel für einen fucking Plastikgreifer. Wir beide machen uns mal einen richtig geilen Abend mit so einem Handgreifer. Sag mal, weißt du noch damals, als ich mir die Schuhe angezogen habe und dafür lächerlich lange gebraucht habe, weil du mit diesem Plastikgreifer unbedingt benutzen wolltest? Das sind die schönen Erinnerungen im Leben. Oh, das war eine Zeit. Also ich glaube auch, dass da das Marketing ein bisschen in die falsche Richtung ging. Muss aber sagen, ich finde das Produkt schon cool. Wenn du jetzt ein alter Mensch bist, dann oder hier, guck mal, im Rollstuhl gefesselt bist, dann kannst du da nicht oben ran ans Regal und damit schaffst du alles wieder. Bis zu 5 Kilo kannst du mit greifen. Aber keine zerbrechlichen Sachen, bitte. Bitte nicht. Nee. Bitte nicht irgendwie das Kind aus der Trage rausnehmen. Ich will mein Leben nur noch mit dem Ding hier, was wir letztes Mal hier auch schon gezeigt haben. Mit dem Ding hier verbringen und mit dem Handgreifer. Dann bin ich glücklich. Ja, im Grunde bist du damit eigentlich gewappnet für alles. Dann, gut, mit Tassen geht's nicht. Mit dem Ding hier eine Tasse transportieren und dem Handgreifer in der anderen Hand. Da brauche ich wirklich keine menschliche Hand mehr. Nee. Hab ich alles. Brauchst du auch nicht. Es ist wie, als hättest du 3 Hände. So flexibel bist Zack. Du. Hier kleiner Tipp. Ja. Brandal schreibt, tolles Teil für den Preis. Also scheint vom Preis überzeugt. Sein Geld wert, schreibt Amazon-Kunde. Fernanda Brandal. Also du bist heute on air, ey. Du bist wirklich on air. Ja, schön wär's, wenn nicht. Also es ist ein gutes Produkt, das überzeugt und, glaube ich, auch viele Anwendungsbeispiele hat. Es ist violett, es gibt's auch noch in jeder anderen erdenklichen Farbe. Ich bin bei 11,99 €. Da klingelt so schon Gas von die Glocke. Es ist ein Stück. Dong! Du musst jetzt genau treffen, sonst hast du versagt. Und ich glaube wirklich, dass es dann mein erster Sieg dieses Jahr, des Jahres ist. Glaube ich fast. Ich glaube, es ist zu viel, 12 €. Ich stelle mir dann den Baumarkt vor, wo ich das sehe. Und was steht da drüber in dem 8,99 €. Da steht 7,99 €. Baumarkt kriegst du es für 8, aber bei Amazon bist du bei 11,99 € gut bedient. Nee, ich sag 7,99 €. Das heißt, es wären, wenn ich jetzt genau treffen würde, wenn da genau 7,99 € steht, bekomme ich 8 Punkte und hätte gewonnen. Mit jedem anderen Preis. Hast du verloren. Muss ich Lars-Erik Paulsen zum Sieger ernennen? Wir schauen mal nach. Ist es 7,99 €, ja oder nein? Und es sind 18,99 €. Die Hoffenheim-Schätzung hätte ich bringen können. Es ist so teuer. Die Welt ist so teuer geworden. 8:4 dominiert. Faltarm. Faltarm. Alles verdrehen. Mag ich gern. Falten im Gesicht sind cool. Falten im Hemd sind auch ganz geil. Ich kann mich heute nicht so richtig freuen über die Scheiße. Was weiß ich. Florentin, es war mir eine Ehre, was auch immer. Lasst ein Like da. Uns hat's trotzdem irgendwo Spaß gemacht. Ne? Im Leben geht nicht alles immer geradeaus, aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Weg. Vielen Dank für die Bilder. Beweisen, auch bei pfiffige Ziffern, bei verpflichtete Klicks. Nächste Woche werde ich gewinnen. Übernächste Woche. Nächste Woche fällt aus. Übernächste Woche. Nächste Woche fällt aus, aber danach sehen wir uns wieder. Bis dahin ganz viel Spaß. Vielen Dank für die Einsendungen der tollen Bilder und viel Spaß mit den Produkten, die ihr heute gesehen habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss, macht's gut. Wir sehen uns später nochmal um 22 Uhr, wenn ihr Bock habt. Ansonsten tschüss. Servus, Erdnuss. Haut rein, das war Pfiffige Ziffern. Leute! Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen. Pfiffige Ziffern.